Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben. Über 300.000 haben bereits unterzeichnet, aber es gibt jetzt Verwerfungen, weil sich der AfD-Chef Tino Chrupalla für das Manifest ausspricht. Da toben jetzt da die Kriegsbegeisterten und Kriegsenthusiasten und die Baumumarmer. Also hier wieder der AfD, das AfD-Verblödungssyndrom. Das ist also auch in Deutschland. Kaum kommt die AfD, verblöden sie einfach, dann ticken sie aus, dann plötzlich Game over, Alarmsirene, rot, dunkelrot. Also hier muss Deutschland schon noch etwas den Umgang mit der Demokratie lernen. Also mit allem Respekt sage ich das.